Tag zusammen, liebe Cider-Freundinnen und Freunde. Ich habe die liebreizende Frau Krämer wieder bei mir. Und vor zwei wurde Wochen. Aber auch, wurde aber auch echt Zeit, ne? Ja, also ich musste jetzt zwei Wochen darauf warten, bis endlich wieder die Einladung kam. Ne? Und dann wurde mir auch gesagt: Hör mal, vier geht heute nicht. Wir machen mal nur drei. Ich wollte eigentlich wieder nach Hause gehen. Aber es ist in Ordnung, dafür wurden mir für nächstes Mal fünf versprochen. Okay. Ja, also wie gesagt, nochmal herzlich willkommen. Wir verproben heute wieder ein paar Cider- und Cidereske Getränke. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, so langsam müssen wir uns halt in eine gewisse Expertise trinken. und ich bin sicher, dass uns das gelingen wird. Wir fangen einfach mal an mit unserem ersten Cider heute. Das ist ein Five Bridges Cider wieder. Wir hatten letzte Woche den Pear und diese Woche haben wir den wunderbaren Rosé Cider. Ah, und warum heißt der Rosé Cider? Nun, hauptsächlich wegen der Farbe. Ach was, im Ernst, aber ja. Aber zum Beispiel, ne, wie ich letztes Mal schon sagte, ich bin ja eher Weintrinker und da weiß ich selbstverständlich, woher was der Unterschied zwischen Rosé und Weißwein ist und selbst Rotwein. Aber bei Cider habe ich das halt noch nie gesehen, aber ich habe auch keine Ahnung. Wir probieren erst mal. Das passiert, wenn man Fragen stellt. Ne? Oh, ist der lecker. Ja. Super. Also der ist ein bisschen fruchtiger, ein bisschen süßer als der Pear, den wir von Five Bridges letztes Mal hatten. Ja, wieder aber total schöne lecker. Grüße nach Herefordshire. Und am Wochenende werden ja 24 Grad, ne? Ja, dann also würde ich mal sagen, ist der also eine sehr gute köstlich. Wahl. Die Farbe kommt tatsächlich daher, man sieht schon, es sieht recht natürlich aus, dass halt die Cider-Äpfel, rote Äpfel sind mit einer roten Schale, die wird halt mitverarbeitet und darauf kommt also die Farbe in den Cider. Da ist also alles Gute mit drin, weil das Wichtige sitzt ja immer unter der Schale des Apfels. Genau, ja. Wobei hier auch das Äußere. Wie bei Schneewittchen. Ja, da soll man aber dann nicht reinbeißen. Meinst du, in dem Märchen haben die eigentlich Cider getrunken, keine Äpfel gegessen? Das könnte natürlich einiges erklären. Die sieben Zwerge definitiv. ja. Oh. Super, sehr, sehr lecker. Ja, schön süffig, leicht. 4,7% hat er. Ich halte ihn nochmal hier ins Bild. Und ist also eines von vier, fünf Produkten von dem Hersteller, die wir im Moment im Portfolio haben. Einer von zwei Apfelcidern. Ich finde den sehr schön. Wie gesagt, er ist ein Ticken süßer als der normale und auch als der Pear. Der Pear ist ja ganz leicht und weich. Ja, aber im Abgang ist er dann doch auch so ein bisschen, also da hat er sehr viel Charakter. Und das kommt, genau, weil halt die Apfelschale mitverarbeitet wurde. Ne? Also ist jetzt nicht bitter wirklich, aber er hat schon so ein bisschen, also so einen richtigen vollmundigen Apfelgeschmack. Das ist eigentlich das, was ich mag. Und schön gekühlt. Ist ja für das Wetter, also jetzt vor allem fürs Wochenende, ne? Also was soll ich sagen? 24 Grad. Eilet herbei. Ne? Das ist toll. Eine super Alternative. Und, aber nur weil es nur drei gibt, schüttest du mir jetzt deswegen das Glas immer jetzt extra voll? Also nein. Okay, aber das schaffe ich doch, oder? Doucement. Und vor allen Dingen, das ist ja... Schütt mal was nach und dann. Dafür ist es auch eigentlich viel zu schade, das im Sturztrunk herunterzuschütten. Das muss man genießen. Auch die Nase hat wirklich diese schöne Apfelnote. Also die Apfelfans unter euch kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Da kann man schon verstehen, warum das wirklich im Sommer in Großbritannien, aber auch in den skandinavischen Ländern, ist halt Cider wirklich sehr beliebt. Und sehr, sehr lecker. Wirklich. Gutes Zeug suchst du immer aus. Ja. Es ist natürlich beschwerlich, immer dorthin zu fahren, die Sachen zu probieren und dann nur die besten Produkte nach Deutschland zu holen für unsere Kunden, die natürlich erlesene Gaumen haben und nur die feinsten Getränke aus aller Welt genießen wollen.
Sehr lecker. Ja. Mhm. Ja. Ist doch schon mal gut, da haben wir schon mal einen Gewinner. So, der nächste Cider ist auch von einem Hersteller, den wir letzte Woche schon, oder vor zwei Wochen schon verkostet haben, und zwar Lillys. Und hier haben wir jetzt einen Apple- und Blackberry-Cider. Ja? Das heißt, Blackberries sind natürlich die Brombeeren. Kann man auch jetzt gerade wieder sammeln. Die kann man gerade wieder sammeln, es fängt an, ja. Das wird jetzt ein bisschen lieblicher sein, ist natürlich auch ein bisschen dunkler durch die Brombeeren. Oh, der riecht aber gut. Ich weiß gar nicht, was man da sagen. Auf Cheers, vielleicht gibt es ja, wenn einer das weiß, ein Cider-Trink. Das, ja. Ja. Bestimmt gibt es Cider-Trinksprüche, ganz, ganz sicher. Soll mal einen Frankfurter Raum fragen. Auf den auf einen Apfel. Auf einen Apfel, genau. Oder ab ins Paradies, wegen Adam, Eva und der Schlange. Boah. Ja, der ist natürlich geil. Intensiv die Brombeere drin. Ne? Der ist ein bisschen süßer. Das ist bei den Lillys Cider, das hatten wir letztes Mal schon immer der Fall. Oh, den kann man aber so wegtrinken, oder? Ja, also ohne, dass man merkt, dass da Alkohol drin ist. Das ist tatsächlich der Punkt. Also er hat auch nur 4%. Ist also schon relativ dezent, aber dadurch, dass da so viel Frucht und auch noch Brombeergeschmack drin ist, ist der Alkohol eigentlich kaum vorhanden. Ist ja egal, ne? Also im Moment. Ich würde sagen, der ist ab 8 Jahren oder so. Und da gibt es eine Reihe von Freunden, also wir haben einen guten Kunden in Bonn, Voyager, und ich glaube, die Kunden von Voyager ist ein Rollenspiel- und Brettspiel-Pub in Bonn, gleich gegenüber der Oper oder das Schauspielhaus, was da am Rhein, ich glaube die Oper. Deren Kunden sind da große Fans von. Okay. Also wie gesagt, es ist ein Tacken süßer als der andere, aber das ist natürlich, wenn man diese anderen Fruchtgeschichten mit dazu tut, passiert das relativ schnell oder entwickelt sich einfach so. Muss man wissen, muss man mögen. Ich finde, das ist vollkommen also okay. Das, super. Das könnte man jetzt nicht den ganzen Abend trinken, aber so, was weiß ich, als Aperitif ist das wunderbar. Hier kann man auch, denke ich, ein bisschen spielen noch mit anderen Sachen, ne? Weil der wirklich ein... super. Ein Erlebnis. Und die Vitamine erstmal, die man zu sich nimmt. Selbst also, die. Mein Gott. Und letztes Mal hatten wir, ich glaube, den Lillys Select, also einen der Standard-Apfel-Cider, aber der trüberen. Mhm. Ja, der war weniger süß als dieser jetzt hier, aber auch durchaus süßer als der Pear, den wir letzte Woche hatten. Ja, und so pegelt sich das dann halt ein. Ne? Also wirklich wirklich herb. Wir haben einige auch, weiß ich nicht, ob wir da mal einen mit reinnehmen. Sehr gerne. Halt wirklich, so ein richtig... So ein Scrumpy. Ja, genau. Keine Kohlensäure und trocken wie... die Sahara. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Da muss man dann was anderes... Nein, da bin ich aber sehr gespannt. Muss man was anderes nachtrinken, damit man nicht dehydriert. Ja, ja, aber das finde ich ja im Moment auch gerade so spannend beim Cider, ne? Dass es da doch, dass sich da einfach für mich jetzt gerade auch so eine neue Geschmackswelt auftut. Das ist ja genauso wie bei Wein. Ich weiß, du bist jetzt nicht so der Wein... Ja, so ein paar... Klar. So, aber da glaubt man ja auch einfach gar nicht, was für Unterschiede es dort tatsächlich gibt. Und genauso ist das, wie ich gerade feststelle, auch beim Cider. Und nicht nur, weil jetzt, was weiß ich, hier Blackberries mit dabei sind, aber zum Beispiel auch diese unterschiedlichen Apple Cider, die es so gibt, wie unterschiedlich da diese Nuancen sind. Das ist schon sehr, sehr spannend. Das hängt natürlich von den Äpfeln ab, die verwendet werden, logischerweise. Und dieser Lillys Apple and Blackberry ist halt, ich sag mal, mehr so diese skandinavische Geschichte, die also wirklich immer einen Tacken süßer sind als andere. Okay. Ist also generell so, je weiter nördlich die Leute wohnen, desto lieblicher die Getränke, die sie zu sich nehmen. Also in Skandinavien sind diese süßlichen Varianten sehr, sehr beliebt. Da gibt es ein paar große Marken, die auch in vielen Pubs und Supermärkten vertreten sind. Ja. Schön.
Also wer sagt, ein bisschen das Süßliche, die süßliche Frucht mag, ist das eine tolle Option. So. Aller guten Dinge sind drei. Aller guten Dinge sind drei. Also der kam jetzt aus Somerset, vorher waren wir in Herefordshire. Und jetzt gehen wir nach Schottland und haben ein klassisches schottisches Produkt, und zwar Crevies aus Edinburgh. Das ist jetzt kein Cider. Das ist kein Cider, das ist ein Ingwerwein. Und das bedeutet, dass die Basiszutaten sind halt Wasser und Zucker und Ingwer. Und da der Ingwer natürlich nicht genügend Zucker hat, um Alkohol zu entstehen zu lassen, muss halt Zucker zugegeben werden. Okay. Hat auch 4% und Crevies, ich glaube John Crevies hieß der, genau, ursprüngliche Produzent. Im 18. Jahrhundert schon wurde Crevies als nicht alkoholischer Ginger, als Ginger Ale produziert, so, Ginger ich Beer. Dachte, deklariert, nee, trotz Alkohol. und seit, ich weiß gar nicht, 20, 25 Jahren erst gibt es diese alkoholische Variante. Und hier ist halt der Punkt, man riecht es halt schon, es hat ganz intensive Ingwer-Aromen. Aber ich liebe ja Ingwer. Es ist auch süß, aber es hat auch eine Ingwer-Schärfe. Mhm. Ne? Das ist natürlich für den deutschen Gaumen so ein bisschen ungewöhnlich. Die Briten wachsen damit auf, ne? Wie im Kindergeburtstag gibt es Ginger Ale. Mit Alkohol oder? Ja, mit der nicht-alkoholischen Variante, einige zumindest. Und deswegen ist das sicherlich das Speziellste vom Geschmack und man muss einfach mal probieren, aber auch da kann man wunderbar spielen, da kann man Cocktails draus machen und also von daher. Ja, dann Mann, Prost. Prost. Mmh. Oh, lecker. Ja. Also ich sag mal, ist ähnlich süß wie der Apple and Blackberry Cider, aber man hat sofort einen richtig intensiven Ingwer-Geschmack. Man hat eine Ingwer-Schärfe auch total, durchaus. Total. Ne? Und die dominiert natürlich hier bei dem Crevies. Also für alle, die wirklich also Ingwer, frischen Ingwer, weil der ist hier drin, das schmeckt man halt. Ne? Genau, das ist wahrscheinlich auch gut für die Erkältungszeit, oder? Ja, statt also einfach mal so ein Ingwer-Tee, mal so ein Crevies. Nein, im Ernst. Also ich liebe ja Ingwer sehr und das ist wirklich tolles Zeug. Und das schmeckt man halt sofort raus, dass da wirklich viel frischer Ingwer drin ist. Ist also, sag ich mal, gehört für uns in diese Cider-Range. Ne? Das ist halt ein Ingwer-Wein, das andere sind Apfelweine. Grundprinzip ist das gleiche. Es gibt viele Liebhaber, man muss es einfach mal ausprobieren und man kann natürlich auch mit spielen, zum Beispiel gibt es viele Barkeeper, die da sehr gerne mit den Mule-Cocktails, ne, wo auch Ingwer drin ist, das als Basis nehmen, dann hat man gleich so einen wunderbaren Ingwer-Charakter da drin. Also das lohnt sich sehr, aber eigentlich die anderen auch. Und die, ach mein Gott, wir werden wunderbare Monate vor uns haben. Also da gibt es noch ein bisschen was zu probieren. Also ist eine schöne Variante, eine schöne Alternative. Und wirklich vom Geschmack intensiv. Und man muss halt nur Ingwer mögen, das muss klar sein. Ansonsten ist es wahrscheinlich eher nichts. Aber vielleicht wird man dadurch auch dann zum Ingwer-Fan. Wer weiß das? Das kann sein. In flüssiger Form ist ja oft so. Ne? Ja. Also mein Vater mag auch keinen Kümmel im Gericht, aber so als flüssig. Ja, wunderbar. Frau Krämer, dann danke ich Ihnen. Ich danke auch, es war wieder sehr schön. Ja, und dann sehen wir uns in Bälde wieder zu einem weiteren feuchtfröhlichen Cider oder Cideresken Tasting. Und wir wünschen bis dahin allen gute Gesundheit und dass ihr gut in den Mai gekommen seid. Und lasst es euch nicht zu schwer und langweilig werden in diesen Tagen. Genau, sonst einfach hier hinkommen, ne? Und einfach mal was probieren, was mitnehmen zum Probieren. Man kann auch hier ab Mittwochs jeden Tag hier hinkommen und etwas probieren, zum Probieren nach Hause mitnehmen und am nächsten Tag wiederkommen und dann nicht nur eins davon, sondern mehrere kaufen und dann schon das nächste zum neuen Ausprobieren nach Hause fahren. Also das Planen quasi. Ne? Genau. Ja, einfach mal trinken. Ist ein sehr, sehr guter Tipp. Oder? Weil man kann ja viele andere Dinge im Moment nicht planen. Alles klar. Schön. Bis und wir trinken das jetzt nochmal weiter. Tschüss, bis bald.